Vielleicht geht es Ihnen so wie mir, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Hoffnung auf eine baldige Corona-Schutzimpfung stimmt optimistisch. Und doch sind es aufgrund der Vorfälle in der letzten Zeit einige Zweifel, die da aufkommen, zumindest was den Zeitplan dieser Impfstrategie angeht. Das sind zuerst einmal die Lieferschwierigkeiten auf der einen Seite von AstraZeneca, auf der anderen Seite von Pfizer. Inwieweit diese Lieferschwierigkeiten ein Einhalten der Termine möglich machen werden, wird wohl in den nächsten Tagen und Wochen noch abgeklärt werden können. Gerade einmal 1,8% der Bevölkerung in Österreich sind zurzeit geimpft. Da müsste oder da muss noch sehr viel weitergehen, wenn man in absehbarer Zeit, und ich spreche hier vom Zeitraum noch vor dem Sommer in der sogenannten Phase 3, also im zweiten Quartal 2021, die Impfung für die allgemeine Bevölkerung zur Verfügung stehen kann. Nun ja, wir können nichts für und auch nichts gegen den Ausfall von Impfdosen tun. Wir können uns nur in Geduld üben. Auf der zweiten Seite erzeugen die Vordrängler bei den jüngsten Impfungen für Kopfschütteln. Österreich, so konnte man vor kurzem in einem Satiremagazin im Netz lesen, ist Weltmeister, zumindest was die Durchimpfungsrate bei den Bürgermeistern betrifft. Sicherlich sehr überzogen diese Aussage. So scheint es aber doch, dass es am nötigen Gespür der Ortsvertreter mangelt, sich vordrängen und impfen zu lassen. Es ergibt sich die Frage, wieso denn auch gerade ein Bürgermeister vor Ort ist, wenn eine Impfdosis, ach wie dumm, aber auch dann tatsächlich übrig bleibt. Auch die Frage, wieso man genauso schnell wie einen Bürgermeister nicht auch eine oder mehrere andere Personen, die als Risikogruppe gelten, verständigen hätte können. Was bleibt, ist auf jeden Fall mehr als nur Kopfschütteln. Und egal, ob in Feldkirch, in Schwechat, in Eberschwang, in St. Georgen an der Gusen oder auch in Bad Gösern. Das ist mehr als unsensibles Handeln. Uns Bürger wird wieder mal vorgezeigt, wie Macht auch entsprechend missbraucht werden kann. Dass dadurch die Meinung zur Politik im Allgemeinen und zu den Ortsvertretern im Speziellen natürlich nicht besser wird, liegt wohl auf der Hand.